Die Kontemplation, die wir jetzt durchführen wollen, befasst sich mit Ich-Sucht und Selbstwert. Und es wird so oft nicht richtig erkannt, was Ego ist und Egoismus eigentlich bedeutet und was Selbstwert bedeutet. Wir haben oft das Gefühl, zu wenig Selbstwert zu haben. Und wollen das mit Ich-Bestätigung aufbauen. Wollen sie Ich bestätigen lassen von anderen. Wir tun viel dafür. Wir wollen akzeptiert werden, tun oft über unsere Kräfte hinaus zu viel, nur um wirklich akzeptiert zu werden. Wir wollen gerne zeigen, was wir können, im Mittelpunkt stehen. Wir wollen gerne Recht haben. Überlegt mal, auch in Gedanken, wenn da etwas geschieht, stimmt doch nicht. Ich habe doch Recht, es muss doch anders sein. Alle Augenblicke. Wir sind Rechthaberinnen, Rechthaber. So ist es richtig und nicht anders. Ist nach Buddhas Lehre eine Ich-Sucht, eine Ansichtssucht. Meine Ansicht ist richtig. Und das mal anschauen für sich selber. Ist natürlich ein Stolz dabei. Und in der Schlange im 4. Vers heißt es, wer restlos seinen Dünkel hat zerstört, wie mächtige Flut den schwachen Röhricht steg. Ein solcher Mensch gibt beide Seiten auf, wie eine Schlange abgelegte alte Haut. Abgebrauchte alte Haut, ja. Den Dünkel, dieses Wort haben wir ja heute kaum noch. Dünkel, wir würden wahrscheinlich Stolz sagen, vielleicht Überheblichkeit oder, was der Buddha oft sagt, auch Wahn, dass man sich etwas vormacht. So muss es sein. Ich muss ja gut dabei rauskommen. Illusion. Es hat mit Verblendung zu tun. Dass man dieses Ich aufbauen könnte und wäre dann besonders gut und richtig oder was auch immer. Bis zu einer Perfektion dieses Ich bringen, das Ich-Bild. Und er sagt, das ist Verblendung. Es ist etwa wie der Hahn, der auf dem Mist steht und laut kräht und kommt sich großartig vor. So ist das Ich. Wenn es sich groß macht und jetzt bin ich wer. Ist aber nicht. Und dann kommt nämlich die andere Seite. Wenn man dann nicht bestätigt wird und nicht den Erfolg hat, den man haben möchte und könnte, kommt Minderwertigkeitskomplex. Ich bin nichts wert. Ich kann nicht versagen. Es geht immer auf und ab. Dieser sogenannte Dünkel ist ein Energieräuber. Wir tun immer was dafür, um wieder groß zu werden, anerkannt zu werden, besser zu werden, möglichst perfekt zu werden. Und immer wieder geht's auch abwärts. Und wodurch machen wir das immer? Indem wir uns vergleichen. Wir vergleichen uns mit anderen. Der Buddha spricht oft über Vergleich und sagt, das ist wie ein Gift. Sich vergleichen, der ist besser. Ach, bin ich besser oder ist derjenige besser, bin ich schlechter? Bin ich gleich gut oder gleich gescheit oder gleich schön oder was auch immer. Und er sagt, gibt immer welche, die besser sind, immer welche, die schlechter sind, immer welche, die gleich sind. Denn mit wem willst du dich denn vergleichen? Wo stimmt es denn? Wer gibt denn die Skala an, wie gut man ist oder wie richtig man sein Leben führt oder was auch immer? Kriege ich das aus den Vergleichen?
sind doch auch nur Menschen, die genauso Fehler haben wie ich und genauso suchen danach, ihr Ich zu bestätigen und sich vielleicht besser darstellen können oder irgendwas. Gibt's immer. Der Buddha sagt auch, es gibt immer welche. Also es ist ein Schwanken von Überheblichkeit zur Minderwertigkeit mit dem Vergleichen. Schlecht. Wir sollten mal lieber sehen, nicht dieses Ich aufbauen wollen, sondern Werte erkennen und Werte aufbauen. Das ist was ganz anderes. Und der Buddha sagt auch, von allen Existenzformen, die es gibt bei der Geburt, das Tierreich, das Höllenreich, das Geisterreich, sogar das Götterreich, ist das Menschenreich das Beste, um sich entwickeln zu können. Aber erstmal, es ist ein großer Wert, als Mensch geboren zu sein. Und wie oder woran erkenne ich meinen Wert? Ich möchte ein kurzes Gedicht von Ernst Schillen-Wiese dazu sagen. Der Kopf, blind vor Eitelkeit, vertraut nur sich selbst und wundert sich über Angst und Verzweiflung. Es geht also nicht nur über den Kopf. Wie viel Wert gebe ich zum Beispiel meiner Wohnung? Könnte ich das in Prozenten aufschreiben? Ist es 50, 60, 70, 80, 90 Prozent? Meine Wohnung, mein Haus? Wie viel Wert ist mir das? Wie viel Wert gebe ich meiner Familie? Sucht mal in Prozenten nach. Was könnte man da hinschreiben? Ganz locker. Und wie viel Wert gebe ich meiner Arbeit? Wie viel Wert meiner Freizeit? Kann man doch alles schnell abhaken. So viel Prozent, so viel Prozent. Tja, eine Werteliste aufstellen. Was glaubt ihr, wie viel Wert bin ich denn meinen Eltern? Wie viel Wert bin ich meinen Kindern, welche ich habe, oder meinen Verwandten, Brüdern, Schwestern? Bin ich denen was wert und wie viel wohl? Wie viel wert bin ich meinem Chef, wo ich da arbeite? Geht vielleicht leichter zu bewerten. Da. Wie viel wert bin ich meinen Freunden und Freundinnen oder meinen Schülern, wenn ich Yoga gebe? Wie viel wert kann das sein? Ich denke einfach so von innen aus. Wie viel Wert gebe ich meinem eigenen Bemühen, um einen guten Weg zu gehen? Ein spirituelles Bemühen, um anderen zu helfen, zu unterstützen, mehr ein soziales oder herzliches Bemühen. Wie viel Gutes habe ich schon getan, gesprochen, gedacht? Wie viel Wert gebe ich der Liebe, die ich gebe, auf der einen Seite, und die ich erhalte, was immer damit verbunden ist, mit Güte, Mitgefühl, Freude, Akzeptanz. Wenn wir nun all die Werte zusammenrechnen würden, käme eine ganze Menge dabei heraus an Wertigkeit. Kann ich mir diese Werte wirklich zugestehen? Was sagt der Buddha über Werte? Er spricht immer wieder über Unwerte und Werte, beides.
das, was man lassen sollte, was man entwickeln sollte. Und die Werte, die er nennt, sind einmal, es gibt viele, aber die Balas, die guten Kräfte, nennt er erstmal, das sind heilsame Fähigkeiten, die in uns wieder als Anlage liegen. Die Fähigkeit zum Vertrauen, uns selber und vielleicht auch der Buddha-Lehre, was einem sehr hilft. Denn das Erkennen, ein großer Wert ist Erkennen, Erforschen, Erkennen, sich darum bemühen, es umzusetzen, was man erkannt hat, als gut, als richtig, als weiterführend. Dann die Fähigkeit der Willenskraft. Und da ist nicht das Wollen und Haben wollen gemeint, sondern den Willen einsetzen für etwas Heilsames und einsetzen für etwas Unheilsames, dass man es überwindet. Dafür braucht man einen Willen und die Kraft, die Ausdauer, durchhalten. Und dann sagte die gute große Fähigkeit der Sammlung, sich konzentrieren auf etwas, sich zurücknehmen von dem Vielen und sich auf etwas bescheiden, aber da ganz dabei sein. Sammlung, Ruhe. Und etwas, was auf dem ganzen Weg nicht fehlen kann, ist die Achtsamkeit, die rechte Achtsamkeit. Aufpassen, immer wieder, sich zuwenden, Acht geben, aufpassen mit der gütigen Einstellung, mit der etwas sanfteren Art, als das Grobe im Leben sonst geschieht. Metta, liebende Güte, Mitgefühl, Freude und Mitfreude, und Gelassenheit, heitere Gelassenheit. Das sind so viele Kräfte, die alle als Werte angesehen werden. Und wenn wir uns vorstellen, mit diesen Werten kann ich nicht protzen, kann ich nicht wichtig tun. Es ist, was sich innerlich aufbaut, was mir einen inneren Weg zeigt, mir Stütze gibt, und Kraft. Und auch für die Silas, für die Ethik. Ich brauche Kraft dafür. Ich brauche Kraft, um auch mich sozial betätigen zu können, ohne ständig kraftlos zu werden. Ich brauche Kraft. Und diese Werte, die alle genannt wurden, sind alle in uns und wir sind ja ständig dabei, sie zu entwickeln, gerade in der Meditation. Aber man kann sie auch im Leben immer wieder angehen, überlegen und etwas dafür tun. Und es sich selbst bestätigen. Ja, ich bin wertvoll, denn ich bemühe mich um Wertvolles. Wie viel Wert ist doch gar nicht die Rede. Was wir vorhin gemacht haben, ist ja im Grunde etwas sehr Weltliches, muss alles immer genau notiert werden und aufgezählt und mengenmäßig. Darum geht es auch gar nicht. Es geht um inneren Wert, dass wir ihn sehen und dass wir ihn auch bestätigen. Ja, ich bin ein guter Mensch. Ja, ich bin wertvoll. Ja, ich bemühe mich. Und mehr als bemühen kann man sich nicht. Es geht nicht um Erfolg, nicht um groß herauszukommen. Um all das nicht. Und man muss auch wohl wie jetzt, gerade mit Heinz, etwas mal in Kauf nehmen, dass man nicht alle Seiten zugleich so bewältigen kann,
wie es schön wäre, wie es gut wäre. Es geht nicht. Und trotzdem muss das Bemühen dahinter stehen. Wir kommen wieder zu uns, lassen das Denken einfach abfließen, sitzen einen Augenblick da, ganz wieder in der Basis ankommen, jedes Mal wieder unten beginnen. Wir sind Beginner, immer wieder.